So, hallo, ich bin Tom Smir und heute spielen wir mal eine Runde, nennen wir es mal Nazi-Zombies von Call of Duty Black Ops. Es ist mal ein kleiner Test, ob das Ganze funktioniert, so wie es soll. Ich habe gerade festgestellt, es ist ein bisschen laut vielleicht. Wie gesagt, es ist gerade ein Test, ob das Ganze halbwegs läuft im Aufnehmenverfahren. Denn das Spiel hat wirklich auf dem Computer sehr derbe Performance-Probleme. Dabei, es müsste bei mir ruckelfrei laufen, so wie alle anderen Call of Duty Teile vorher, denn das Spiel hat nicht wirklich eine bessere Grafik, obwohl die Grafik ja wirklich cool aussieht und geil, aber irgendwie, es ist nicht ganz so richtig ausbalanciert worden und ja, deswegen ist das Ganze jetzt erstmal ein kleiner Test, ob das Ganze eventuell ruckelfrei jetzt läuft mit den neuen Einstellungen. Ja. Genau, und wie gesagt, wir testen mal, wie lange wir kommen. Ich bin die letzte Mal bis Runde 11 alleine ausgekommen. Also wirklich schwierig, denn es gibt ja jetzt so neue Zombies, solche komischen, ekligen Viecher, die dann aus den Decken runter, also von den Decken runterkommen. Und ja, die sind wirklich asozial scheiße. Und ja, wie gesagt, es scheint jetzt halbwegs zu funktionieren. Und da sage ich nochmal vielen Dank an Knuspergeeks. Denn er hat mir sehr dabei geholfen, dass es funktioniert. Und ja. Deswegen denke ich mal, wenn das Ganze so läuft, auch in der Kampagne, dann kann ich demnächst mal die Kampagne aufnehmen. So viel ist mal sicher. Gut. Wie gesagt. Also ich konnte die ganze Zeit Black Ops nicht aufnehmen, denn es hat wirklich wie derbe komischerweise gelaggt. Als ob ich mit einem hohen Ping in einem Online-Match gespielt hätte. So hat das ungefähr gelaggt im Singleplayer. Das muss man sich mal vorstellen. Und ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe, Triage macht da demnächst mal hier so einen voll freshen Patch. Dann kann ich endlich mal auch online spielen, weil der Online-Modus funktioniert fast gar nicht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, Triage macht da was. Wow, 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 wow. Okay, das war ganz, ganz billig. Gut, ich darf anscheinend echt nicht so viel reden. Also machen wir das Ganze nochmal. Ah, wir haben doch Zeit, Mädels. Wir haben doch Zeit. So, okay. Was nämlich ganz wichtig ist, was ich vergessen habe, ist, wir kaufen uns eine Wiederbelebungstrank-Dings-da-Bumster. Denn das ist wirklich wichtig. Und ja, ich wollte einfach jetzt erstmal ein bisschen was labern. Und da habe ich mich nicht ganz auf das Spiel konzentriert. Aber das wird sich jetzt ändern. Also wie gesagt, falls ich nicht so viel rede, ist ganz einfach, weil man sich hier derbe konzentrieren muss. Weil dieser Zombie-Modus ist derbe schwieriger als der erste von World of War. Und ja, nur dass es so halbwegs wisst. Also ich meine, ihr seht es ja dann. Also der Zombie-Modus ist echt nicht ohne. Besonders allein. Ich meine, Koop ist es bestimmt noch viel lustiger. So, wie gesagt, falls so die Kampagne läuft, dann werde ich die Kampagne, denke ich mal, heute aufnehmen. Ja, gut, dass wir mal gerade so Munition haben für das. Bam, Bitch, und Bam. Oh, arme Zombie. So, falls ihr fragt, was das für eine Version ist, es ist die PEGI-Version aus Österreich. Oder PEG, wie ich immer sage. Ja, habe ich im Laden gekauft. Wer das wissen will. Für 60 Euro. War ziemlich sehr preisgünstig. Aber da muss man durch. Und wenn ihr das Video jetzt nicht in Full HD guckt, dann klickt auf den HD-Button und stellt 1080p ein. Denn wir wollen ja die bestmögliche Quality für euch machen, ne? Ladies. Gut, wir werden jetzt mal so voll fresh ein bisschen surviven hier. Und dann. Also was ich festgestellt habe, ist, wenn man effektiv sein will, schießt man immer auf die Herzgegend der Zombies. Denn es scheint, als wäre jetzt ein Frame Down angesagt. So, okay. Frame Down macht ja nichts, wenn es nur alle halbe Jahre mal vorkommt.
wie gesagt, es ist effektiv, wenn man auf die Herzgegend schießt, als auf den Kopf, denn auf den Kopf laufen sie manchmal weiter, die Helden. Gut, jetzt holen wir uns erstmal eine M14. Ich hoffe, die Waffe macht's mit ihr. Ja, das ist eigentlich ganz billig. So. Also hier im ersten Bereich würde ich, kann man eigentlich nicht lange genug bleiben, denn es wird immer schwieriger. Besonders mit diesen Waffen hier, M14 und dieser doppelläufigen Schrotflinte. Wenn ich Schrotflinte ist richtig geil. Wow. Was schon wieder? Achso, ich habe ja Receiving. Oh, wenn ich mit euch rede, gell, ich kann mich da echt nicht konzentrieren. Das ist voll crank. Okay, gut, ich muss mich jetzt erstmal konzentrieren, deswegen rede ich jetzt mal nicht allzu viel. Auf jeden Fall! Auch die deutsche Synchronisation von diesen Zombie-Mod-Charakteren, gell. Kriegst du einen zu viel, also es ist sowas von schlecht synchronisiert, ey. Da weißt du nicht, ob du dich schämen sollst oder einfach nur lachen. Von was dieser deutsche Doktor manchmal loslässt, das ist doch schon wirklich an der Grenze des Normalen mit dieser Stimme. Also wie gesagt, mit der Schrotflinte immer auf die Herzgegend schießen und mit diesen anderen Waffen hier in Kopfgegend. Das habe ich rausgefunden. Wow. Ja, hallo, ich baue dich doch zu. Reloading. Da unten kommen unsere Zombie-Freunde. So, ich bin dann mal kurz weg. Fuck off. Ich will jetzt nicht sagen, dass Zombies von allen Seiten kommen, aber das tut's ganz gut. Oh, er versucht mich zu greifen. Ah, wir haben Zeit. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die Idioten nicht von hinten kommen. Denn das kann auch nicht mal böse ausgehen. Aha, Frame down. So. Das sollen soll dich stören. Wenn es am Ende der Runde passiert, ein Frame-Down, und nicht während wir spielen. Was hier auch ziemlich asozial sind, sind diese hässlichen Fickhunde, die wirklich scheiße sind. Besonders wenn man nur so eine scheiß doppelläufige Schrotflinte hat und man bei jedem zweiten Schuss nachladen muss. Oh, scheiße. La. Reloading. Kein Nazi töten für Daddy heute Nacht. Komm dann nach. Oh, scheiße. Ah, fuck. Das war scheiße. Und das richtig. Aber gut, dass wir hier diese wirklich coolen Pistolen haben. Ja, muss sein. Ich hab echt keine Hobbys, die Viecher. Treffe ich auch. Gut, ich habe gerade festgestellt, es ist effektiver, wenn man bei der M14 eine Kugel im. Oh, bitte. Ja, okay. Mehr kann ich jetzt auch nicht receiven.
Das heißt, ich muss mich jetzt voll konzentrieren auf das Ganze hier. Das heißt, ich werde jetzt den Sound mal etwas höher stellen. Also zumindest meine Lautsprecher. Okay, it's time for Daddy to go here. Also mit der Schrotflinte seid ihr sowas von gut bedient, ne? Das ist wirklich. Fuck you. So, sehr nice, wie gesagt. Alles klar, die Kommentare von den Charakteren, die sind so cool! Okay, jetzt ist Happy Wolf Time. Ey, das ist ein cooles Spiel. Nichts gegen Granate fangen, das ist echt geil. Oh, kein Friend Down jetzt. Okay. Oh, komm schon, Spiel. Genau, was der Arzt geschrieben hat. Ganz genau. So, MP44 auch eine sehr, sehr gute Waffe. Habe ich auch so voll fresh festgestellt. Wenn ja mal hier so eine lustige Fragezeichenkiste wäre, irgendwo, aber das wäre, glaube ich, zu schwachsinnig. So, ich glaube, hier werden wir dann nächstes Mal lang gehen. Okay, man muss jetzt genau aufpassen, wo hier irgendwas kommt. Okay, jetzt geht's Happy auch. So cool, dass Kaboom überall kommt. Ja, jetzt hat es seine Tribut gefordert. Na gut, so richtig gut ist die Waffe auch nicht. Das ja. Finde ich was unfair, wenn die da mit Kopf noch, ohne Kopf weiterlaufen können. Das ist so Rotz. Gut. Wie teuer ist das? Schon ziemlich teuer, oder? Ja gut, wir machen noch eine Runde hier. Aber dazu brauche ich Ammunition. Ach, sie müssen erst den Strom einschalten, okay. Ja. Aber ganz genau, immer 10-mal mehr wie ihr. Immer 10-mal mehr wie ihr. Ja. Hey, ich hab doch. Na egal, 9 Runden. Okay, ist cool. Ha, gut. Dann werde ich jetzt mal gucken, ob ich die Kampagne aufnehmen kann. Dann werde ich das ja demnächst sehen, wenn das Ganze hochgeladen wird. Und ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Abonnieren nicht vergessen. Und lasst Kommentare da. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bei der nächsten Runde Nazi-Zombies. Und dann, here we go.